Hallo ihr Lieben, heute kommt mein Video online von einem unserer Urlaube, dieses Jahr in Miami, Januar 2022, in dem Everglades Nationalpark. Ich möchte jetzt einfach auch mal von den vergangenen Urlauben ein paar Videos hochstellen. Schreibt uns doch mal einfach in die Kommentare rein, ob ihr das gut findet oder ob ihr das eher nicht wollt und dass wir nur Mallorca machen. Es sind nicht so viele, aber ein paar Videos von eventuell ehemaligen Urlauben wollen wir reinstellen. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt, uns auf unserem YouTube-Kanal folgt und uns gewogen bleibt. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit den Bildern aus dem Everglades Nice Nationalpark. hats. Those of you that are wearing hats, just remember to hang on to them, okay? You don't want to lose them out there in the wind. And folks, that's pretty much it. You guys ready to go have a good time? Yeah! All right, let's do it. Im Video vom Everglades kommt jetzt erstmal die Fahrt durch den Everglades Nationalpark, wo wir dann auch ein paar Alligatoren und so gesehen haben. Man hört sehr viel nur vom Motorengeräusch vom Boot, es ist doch relativ laut. Ja, und dann am Ende, nach der zweiten Hälfte, da seht ihr dann nochmal Bilder von uns, da hört man uns dann auch wieder sprechen. An dem Tag, als wir in den Everglades waren, war es etwas bewölkt, sieht man auch im Hintergrund, die Sonne kam etwas später aus und schon geht es rasant über den Fluss. Es ist kein Sumpfgebiet, es ist ein ganz träge fließender Fluss, bei dem man die Strömung kaum sieht in den Everglades. Ja, und da geht es mal kräftig durch. Folks, just start taking your shoes and socks off. We'll start off with ladies first. No, you guys can all stand up, take pictures if you like. It almost looks like it's sitting there stagnant. But it's not, it's moving, it's just very slow. The natural flow rate of this is under 4 hours. It's very slow moving, but the water still flows. And because the water flows, you know, that is the main reason why right now you don't smell the real strong, you know, distinct odor that is normally associated. Was hier drauf steht, don't feed. Und die meinen nicht die Alligatoren, die meinen die Sandra. Ich habe immer Hunger. Du hast immer Hunger. Ja. Das ist schön, ne? Das ist sehr schön. Nature Trail in den Everglades. Natur pur. Natur pur. Und ja, es wird wärmer. Ja, die Alligator Show haben wir ausfallen lassen. Alligator Show, das ist ja nicht so unseres. Aber hier ein bisschen durch den Dschungel, durch die Everglades wandern, das ist toll. Aber man muss schon echt genau gucken, dass man dann auch bei der Everglades Tour die Alligatoren sieht. Die sind schon echt gut versteckt, die Alligatoren. Doch einem auf der anderen Seite vom Boot, ganz groß, der nicht filmen konnte, den wirst du dann auf dem Video sehen. Ja. Viecher haben muss es ja hier ohne Ende. Wir haben gerade darüber gesprochen, das ist echt lustig, die Amerikaner. Die gehen aufs Boot, die fahren durch die Everglades, die gehen direkt zur Alligator Show. Und hier im Nature Walk oder im Nature Trail, wo man durchlaufen muss zu Fuß und sich die Natur angucken kann, da trifft man keinen Menschen, hier ist man allein. Wie man das sieht, das Wasser ist unheimlich klar hier in Everglades.
Wir haben aber auch gerade auf dem Boot erfahren, das sind auch die Trinkwasserreserven von Miami. Also das heißt, wenn du in Miami bist, dann trinkst du oder hast das Wasser aus dem Hahn hier aus den Everglades. Wir waren wirklich so nah hier draußen. Also ich will nicht anfassen, ich will es nicht riskieren. Ja, aber der hat wirklich Tarnfarbe wie von dem Schlamm und so weiter. Ja. Also deshalb erkennen tust du das ganz schwierig. Aber gut, dass du es gesehen hast. Ich hätte echt übersehen, ich war schon vorbei. Ja, ja, aber du siehst genau die Augen. Ja. Die fixieren ein bisschen. Die Augen, die... Ja, die sind doch zu. Nee, die gehen auf und zu. Ganz leicht. Der relaxt total und du siehst nur ganz leicht an den Augen. Ganz, ganz leicht, dass sich die Augen bewegen. Aber der hat doch ein Herz, oder? Hm? Sind die Augen gerade ganz zu? Der fühlt sich da wohl, ne? Ja. Der sagt, warte, bis du näher rankommst, dann fresse ich dich. Ich heiße, guck mal, hier oben läuft Sandra. Geh mal kurz ein Stück vor zu ihm. Geh mal neben ihn. Stück noch, Stück noch, Stück noch. Stück noch, Stück noch, Stück noch. Geh mal hin. Nee, der macht nichts. Nee, mein nicht. Der geht mal ins Geländer. Nein. Doch, das, man sieht, wie nah es dran ist. Geh mal ins Geländer. Komm von der anderen Seite. Ja, genau, komm mal von der anderen Seite. So, da ist Sandra am Geländer. Komm ein Stück vor. Man hat trotzdem Respekt. So, und da ist er jetzt. Er ist direkt daneben. Das ist total irre. So, jetzt zum Abschluss kommt noch ein bisschen die Sonne raus.